Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Gravity Rush. Wir müssen dem verlorenen Stamm helfen, das Viech hier irgendwie zu besiegen. Au. Die Frage ist nur wie. Kann man einem Hinterteil irgendwie was machen? Einfach mal die Hälfte abgezogen. Ich sehe die Kugeln nie. Muss man weiter hoch. Junge. Boah, es war knapp. Für Weihnachten vorbeigeflogen. Hat er gerade Sachen da gespawnt? Hui! Ihr kriegt mich niemals. Wir müssen auch nur noch einmal treffen. Das ist etwas merkwürdig, finde ich. So gönne ich mir mal das Leben hier. Nur leben. Boah, war das knapp. Jetzt aber. Putz! War aber wahrscheinlich erst der erste Teil. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon ja, gewesen war. Nushi lässt sich nicht so einfach bezwingen. Du wirst ihn nicht erledigen können. Wer bist du? Willst du da nur rumstehen und mir sagen, was ich nicht kann? Oder willst du mir helfen? Wenn du meine Hilfe hörst, hör mir zu. Ich stelle ihm eine Falle, während du ihn ablenkst. Gut, ich lenke ihn ab. Zwischen uns herrscht dann wohl Waffenstillstand. Okay. Putz! Putz! Die Falle ist fertig. Bring Nushi zu mir. Gut, ich komme. Ist wirklich besiegbar. Geschafft. Oh mein Gott. Ist denn das? Und das geht dann. Es funktioniert. Wir machen einfach so weiter. Oh, den wünsche ich mir auch noch. Aber was ist da kaputt gegangen? Ich glaube, eins von seinen Viechern da ist weg, oder? Die Falle ist fertig. Lock Nushi hier rüber. Okay, ich tue mein Bestes. Gar nicht, soll ich ihn eigentlich überhaupt blocken? Ich glaube, ich brauche einfach nur bis zur der Stelle fliegen, ohne großartig Schaden zu nehmen. Gut. Sieht das immer nur so aus.
Wahl, Alter. Hierher und bald dich. Schon gut, schon gut. Himmel, immer mit der Ruhe. Das ist harte Arbeit. Wohin denn überhaupt? Jetzt aber schnell. Wer folgt mir gar nicht? Mal gucken, ob das dann trotzdem klappt. Jo. Es klappt trotzdem. Ist auch immer die gleiche Animation an der gleichen Stelle. So. Jetzt müsste sein Gefäß da kaputt gehen. Nee, immer noch nicht. Irgendwas passiert jetzt, weil er müsste jetzt kurz vorm Tod sein. Nee, er hat sich einfach verpisst. Na toll. Könnte das seine... Könnte das Sascha sein? Sascha, Sascha, geh nicht. Das ist sie tatsächlich. Vielen Dank. Weißt du, wir könnten zusammenarbeiten und einen Weg finden, sie zu retten. Uns fällt bestimmt etwas ein, richtig? Wir können nicht einfach herumsitzen und nichts tun. Du kapierst es nicht, oder? Wenn es leicht wäre, zurückzukehren, dann hätte ich es schon getan. Hast du doch. Komm schon, wir gehen zurück und holen Hilfe. Ich kenne einen Polizisten, der wird uns helfen. Hm. Als ob jemand dort oben sich um die Rettung der Kinder scheren würde. Selbst wenn du einen Weg findest, nach dort oben zu gelangen, sind alle, die du kennst, noch doch längst weg. Ich finde meinen eigenen Weg, sie zu retten. Ich werde die Arche benutzen, um sie hier rauszuholen. Arche? Raven? Was hast du vor? Ich verstand nicht, was Raven tun wollte. Und ich konnte nicht verstehen, warum sie so emotional darin verwickelt war. Ich konnte nur dastehen und zusehen, wie sie davon ging. Mensch, das ist Sascha, du Vollidiot. Kann man denn sowas nicht kapieren? Hat sich hier gerade irgendwas geändert? Ich kann den Kick hochmachen. Gleich ausnutzen. Ich glaube, das ist auch das Maximum. So, jetzt kann ich sowieso nichts machen, aber ich will mal kurz gucken. Das hier würde ich eben noch gerne machen, ne? Das Gleiten irgendwie hochmachen. Oder Status-Schwell auf jeden Fall. Das sind sehr wirksam, um weitere Punkte zu bekommen. Ich speichere aber mal kurz. Ja, ich gehe hinein. Speichern. Aber wie kommt es, dass Raven bzw. Sascha so groß geworden ist? Und alle anderen gleich alt geblieben sind. Also, ja, aber es wäre auch merkwürdig, wenn dort oben die Zeit schneller vergeht. Alter, so viele Gespräche. Und ich sehe, ach doch, dann ist die Hauptmission. Wupp. Als wir herunterfielen, haben wir dieses Dorf hervorgefunden. Irgendjemand muss hier vor langer Zeit gelebt haben. Das würde die alte Ruine erklären. Du meinst die Arche? Es gab noch eine andere, die am Himmel herumgeflogen ist. Aber die ist jetzt weg. Was damit wohl passiert ist? Wirklich? Sie flog? Die Leute, die hier lebten, hatten diese Art von Technologie. Ich wette, diese Arche konnte auch fliegen.
Sascha hat das gesagt, bevor sie weggegangen ist. Hat sie sich oft bei der Arche herumgetrieben. Die haben aber dann eine sehr merkwürdige Vorstellung von einer Arche. Hui! Putsch! Hallo! Wenn es ein Dorf wie das hier weit unter der Stadt gibt, gibt es vielleicht auch eins weit über der Stadt. Hä? Jetzt wo du es sagst, erscheint mir das gar nicht so abwegig. Wie es weit über der Stadt wohl aussieht. Sie haben bestimmt total coole Häuser, nicht so wie hier. Das erste, woran ich mich erinnere, ist der Sturz nach Hexville. Bedeutet das? Ja, genau das bedeutet das. Oh, schon wieder geholt. Natürlich gibt es eine Stadt da drüber. Bäh, der Stadt. Also ich weiß, wie er das gemeint hat, aber schon etwas verwirrend. Noch ein tiefer. Ah, die Arche. Ah, Raven. Dann ist sie also nicht der Missionsträger. Eine Tür. Da muss doch eine Tür sein. Raven, was? Lass mich in Ruhe. Ich bin beschäftigt. Da ist aber keine Tür. Guck doch einfach mal hier unten. Hier unten. Drunter. Okay, da ist auch keine Tür. Aber wenn überhaupt, könnte ich wetten, wenn das wirklich eine Arche sein soll, dass das hier der Antrieb ist. Oder die Vorderseite. Mal kurz gucken. Ne, ich glaube, das hier ist die Vorderseite. So, auf zum nächsten Gespräch. Ah, der Boy. Hä? Weiß denn, wer ist denn die Hauptmission? Cat, was genau hat Raven vor? Wieso? Was ist los? Ich weiß nicht, sie scheint irgendwas in der Arche zu suchen. Ja? Vielleicht ist etwas darin, das sie finden will. Darin? Wovon redest du? Oh, Entschuldigung. Es gibt kein darin. Sonst müsste es ja auch eine Tür oder ein Fenster oder sowas geben, oder? Ja, ich glaube, Raven hat, als er oben war, sowas Ähnliches gesehen. Und da gab es eine Tür. Doch bei der gab es keine. Oder noch nicht, muss man erst aktivieren und so, ne? Nicht gegenfliegen. Hopp! Hallo. Sayonara. Ist irgendwie seltsam. Entweder sie schläft oder sie starrt ins Nichts und führt Selbstgespräche. Aber das sieht so aus, als wenn das die Hauptmission wäre. Also, die Tschanga. Ja, jeder ist anders, nicht wahr? Vielleicht ist das nur eine Phase. Ich weiß nicht. Soweit ich mich erinnern kann... Moment mal. Wieso erinnere ich mich nicht daran, wie sie im Bus saß? Dum, dum, dum. Ja, weil sie erst später dazu kam. Vielleicht kam sie von der Stadt da unten. So muss es gewesen sein. So und nicht anders. Alter, der ist total weit weg. Oh, oder auch nicht. Ja gut. Aber total im Nichts ist das. Was hat sie hier nur vor? Wer bist du wirklich? Bist du Freund oder Feind? Oh. Ja. Dachte ich mir schon, dass sie das ist. Sie starrt ins Nichts. Sie weiß mehr über den Ort, als sie zugeben will. Ich weiß es. Und ihr auch. In der nächsten Folge. Bis dahin. Haut rein. Ciao.